Hi, das ist die Medüro von www.healingarts.ch. Wir machen jetzt eine Klopfanleitung und zwar zum Thema Ziele. Ziele fürs neue Jahr. Du hast deine Liste bereits gemacht mit deinen Zielen fürs neue Jahr. Nimm mal eines raus. Kannst du sagen, was das Thema ist? Eine größere Wohnung. Eine größere Wohnung, okay. Gut, und schau mal, was für Emotionen kommen so hoch, wenn du jetzt daran denkst, eine größere Wohnung zu haben? Angst vor der Enttäuschung. Dass es nicht klappt. Okay. Wo spürst du die? Im Bauch. Im Bauch. Und wie hoch ist die? 9. Gut. Und schau mal den Gegenpol an. Wie sehr glaubst du, dass du das wirklich verwirklichen kannst im nächsten Jahr? Eine Zahl möchtest du haben. Ja, genau. Also ja, 1. 1. Dann klopfst du mal an der Handkante. Auch wenn ich die Angst habe vor Enttäuschungen. Auch wenn ich die Angst vor Enttäuschungen habe. Und nicht daran glaube. Und nicht daran glaube. Dass ich mein Ziel erreichen werde. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn es nicht möglich ist. Auch wenn es nicht möglich ist. Eine neue, schöne, große Wohnung zu haben. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich nicht enttäuscht werden möchte. Auch wenn ich nicht enttäuscht werden möchte. Ich bin schon so viel enttäuscht worden. Ich bin schon so viel enttäuscht worden. Besser, wenn ich gar kein Ziel habe. Besser, wenn ich kein Ziel habe. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Und ich mache auch für die Möglichkeit. Und ich mache auch für die Möglichkeit. Meine Träume und Ziele zu leben. Meine Träume und Ziele zu leben. Augenbraue. Die Angst vor der Enttäuschung. Die Angst vor der Enttäuschung. Seite vom Auge. Ist besser, wenn ich kein Ziel habe. Ist besser, wenn ich kein Ziel habe. Unter dem Auge. Mein Ziel ist sowieso zu groß. Mein Ziel ist sowieso zu groß. Unter der Nase. Ich schaffe das eh nicht. Ich schaffe das eh nicht. Unter dem Mund. Ich bin schon so viel Mal enttäuscht worden. Ich bin schon so viele Male enttäuscht worden. Schlüsselbein. Ich schaffe es eh nicht. Ich schaffe das nicht. Unter dem Arm. Ich will nicht wieder enttäuscht werden. Ich will nicht wieder enttäuscht werden. Unter der Brust. Die Angst vor Enttäuschung. Die Angst vor Enttäuschung. Auf dem Kopf. Es ist besser, keine großen Ziele zu haben. Tief durchatmen. Gibt es irgendein Ziel, das du nicht erreicht hast? Die Angst muss ja von irgendwoher kommen. Gibt es ein Ziel, das du nicht erreicht hast, mal in deinem Leben, das du dir gesetzt hast und dann ist es nicht in Erfüllung gegangen? Oder nicht eine so? Reise. Eine Reise. Eine Reise. Okay. Dann geh mal da rein. Das, was du da nicht erreicht hast. Mhm. Und spür mal, was für Emotionen kommen da noch sonst? Traurigkeit. Aha. Und wo spürst du die? Im Nacken. Handkante. Auch wenn ich die Trauer in meinem Nacken habe. Ich die Trauer in meinem Nacken habe. Ich habe es damals nicht geschafft. Nicht geschafft damals. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Auch wenn ich die Trauer in meinem Nacken habe. Auch wenn ich die Trauer in meinem Nacken habe. Es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Auch wenn ich die Trauer in meinem Nacken habe. Auch wenn ich die Trauer in meinem Nacken habe. Es hat damals nicht geklappt. Hat damals nicht geklappt. Und das hindert mich jetzt. Und das hindert mich. Wieder Träume zu haben. Meine Träume zu haben. Meine Ziele zu erreichen. Meine Ziele zu erreichen. Augenbrauen. Die Trauer in meinem Nacken. Die Trauer in meinem Nacken. Seite vom Auge. Es hat damals nicht geklappt. Hat damals nicht geklappt. Unter der Nase. Die Trauer in mir. Die Trauer in mir. Unter der Nase. Ich habe es nicht geschafft. Habe es nicht geschafft. Unter dem Mund. Die Trauer in mir. Die Trauer in mir. Schlüsselbein, die Trauer in meinem Nacken. Die Trauer in meinem Nacken. Unter dem Arm, all die Emotionen in mir. All die Emotionen in mir. Unter der Brust, es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Auf dem Kopf, ich wähle die Trauer jetzt loszulassen. Ich wähle die Trauer jetzt loszulassen. Es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Vielleicht war das sogar gut. Vielleicht war es sogar gut. Stimmt das, dass es gut war, dass es nicht geklappt hat? Im Nachhinein war es sogar gut, ja. War es sogar gut? Mhm. Okay, gut. Dann geh mal so in das Gefühl rein, dass eigentlich war es gut, dass es nicht geklappt hat. Mhm.
Und schau mal, ob dann die Angst vor Enttäuschung, ob die noch gleich ist. Oder wie hoch ist die jetzt? Die ist weniger geworden. Wie hoch ist sie jetzt zahlenmäßig? So fünf. Und? Immer noch im Bauch vor allem, oder? Ja. Wenn du jetzt an die neue Wohnung denkst, ist noch eine andere Emotion da, außer Angst vor Enttäuschung? Das Finanzielle. Aha. Wie viel oder wie teuer oder wie, ja, wie teuer sie ist. Also es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Ja. Und was ist für eine Emotion da gekoppelt? Da kriege ich Wut. Wut? Mhm. Handkante. Auch wenn meine Träume zu teuer sind. Auch wenn meine Träume zu teuer sind. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich die Wut habe. Auch wenn ich die Wut habe. Ich kann meine Ziele nicht erreichen. Ich kann meine Ziele nicht erreichen. Weil ich das Geld nicht habe. Weil ich das Geld nicht habe. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Auch wenn ich die Wut habe. Auch wenn ich die Wut habe. Die Wohnung ist zu teuer. Die Wohnung ist zu teuer. Ich kann mir das nicht leisten. Kann mir das nicht leisten. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Und ich mache auf für die Möglichkeit. Und ich mache auf für die Möglichkeit. Dass das nötige Geld kommt. Dass das nötige Geld kommt. Kommt. Augenbrauen. Die Wut. Die Wut. Seite vom Auge. Das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Unter dem Auge. Die neue Wohnung ist zu teuer. Die neue Wohnung ist zu teuer. Unter der Nase. Ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das nicht leisten. Unter dem Mund. Ich kann mir das nicht leisten. Ich kann mir das nicht leisten. Schlüsselbein. Die Wut in meinem Bauch. Die Wut in meinem Bauch. Unter dem Arm. Andere können sich das leisten. Andere können sich das leisten. Unter der Brust. Aber ich kann mir aber das nicht leisten. Ich kann es mir nicht erlauben. Auf dem Kopf. Die Wut in meinem Bauch. Die Wut in meinem Bauch. Tief durchatmen. Spür nochmal rein, wie hoch ist die Wut jetzt? Ist zu teuer. Handkante. Auch wenn ich noch restliche Wut auch habe. Wenn ich noch restliche Wut habe. Nur reiche Säcke können sich so reiche eine Woche. Säcke können sich sowas erlauben. Trotzdem bin ich okay. Trotzdem bin ich okay. Auch wenn ich die Wut in meinem Bauch habe. Auch wenn ich die Wut in meinem Bauch habe. Dass ich nicht genügend Geld dass habe. Dass ich nicht genügend Geld habe. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Auch wenn ich die Wut habe. Auch wenn ich die Wut habe. Dass ich nicht das nötige Geld habe. Dass ich nicht das nötige Geld habe. Um meine Ziele zu erreichen. Um meine Ziele zu erreichen. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Augenbrauen. Die Wut. Die Wut. Seite vom Auge. Die restliche Wut. Die restliche Wut. Unter dem Auge. Die Trauer. Die Trauer. Unter der Nase. Für mich ist nicht drin. Das ist für mich nicht drin. Unter dem Mund. Die Wut, dass ich das nicht haben kann. Die Wut, dass ich das nicht haben kann. Schlüsselbein. Die Wut, dass andere haben können. Die Wut, dass es andere haben können. Unter dem Arm. Die Wut, dass die reichen Säcke das haben können. Die Wut, dass die reichen Säcke das haben können. Unter der Brust. Die restliche Wut in meinem Bauch. Die restliche Wut in meinem Bauch. Auf dem Kopf. Was wäre, wenn ich das loslassen könnte? Was wäre, wenn ich das loslassen könnte? Durchatmen. Spür nochmal rein, wie hoch ist die Wut jetzt? Noch zwei. Und wie hoch ist die Angst vor Enttäuschung? Die ist weg. Die ist weg. Mhm. Gut. Kommt eine bestimmte Person oder kommt eine bestimmte Menschengruppe, wenn du so noch an die Wut denkst? Ich habe vorher so die reichen Säcke gesagt. Mhm. Oder ist allgemein? Nein, das ist allgemein. Allgemein, ja. Gut. Handkante. Auch wenn ich noch restliche Wut habe. Auch wenn ich noch restliche Wut habe. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Akzeptiere ich mich voll und ganz. Gut, dann klopfen wir jetzt unter der Brust, den Leberpunkt.
Liebe und akzeptiere mich. Liebe und akzeptiere mich. Von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen. Mit meiner Wut. Mit meiner Wut. Auf der tiefsten Ebene. Auf der tiefsten Ebene. Vom allerersten Mal. Vom allerersten Mal. Als ich Wut, Wut je gehabt habe. Und ich wähle. Und ich wähle. Die Wut jetzt loszulassen. Wut jetzt loszulassen. Und wieder ganz. Und wieder ganz. In der Kraft. Von Mitgefühl. Vergebung. Und dem Loslassen zu und sein. Und Loslassen zu sein. Tief atmen. Stelle vor, du atmest türkisfarbenes Licht ein. Du bist eingehüllt in türkisfarbenes Licht. Spür nochmal rein, wie groß ist die Wut jetzt. Du kannst deine neue, große, schöne Wohnung nicht haben. Ich glaube schon, dass ich das kann. Okay, gut, dann schau mal, wie sehr glaubst du daran, dass du das, dein Ziel verwirklichen kannst? Ich glaube voll daran. 10 in dem Fall? 10. Gut, okay. Dann stell dir mal vor, wie es sich anfühlt in deiner schönen, neuen Spür so das Gefühl von Platz und Weite, wie du so einen schönen Ausblick hast, wie es genügend Raum und Platz hat, wie glücklich, dass du da drin bist, wie geborgen, dass du da drin bist und wie leicht, dass das gegangen ist. Spür die Dankbarkeit, wie sich die Türen geöffnet haben. Es einfach geflossen ist mit der Finanzierung, mit dem richtigen, mit der richtigen Wohnung. Spür es und genieße das gute Gefühl.